Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Hui. Unheimlich. Also komm. Hokus pokus. Ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen? Werde ich die Aufgaben meistern können, die vor mir liegen? Nein, du solltest lieber aufgeben und nach Hause gehen. Aber dann hätte ich versagt. Jawohl, und ich hätte recht gehabt. Willst du sonst noch etwas wissen? Was wird der Tag bringen? Ich sehe Dunkelheit. Oh oh. Der Tag wird damit enden. Das hätte ich auch vorhersagen können. Du wirst heute noch Glücksrad spielen. Und wenn du es tust, wirst du dich fragen, ob du es auch ohne meine Vorhersage getan hättest. Möchtest du mehr wissen? Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem danke. Das war sehr interessant. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller würde bemerken, dass sie nicht mehr an ihrem Platz steht. Wie soll ich das machen, ohne dass dem Schausteller etwas auffällt? Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation zu kommen. Ich sollte ihn in der Nähe des Eingangs trinken. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Diese Käfige, was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch? Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Sieht eigentlich ganz normal aus. Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch?
Woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Haben Sie es schon mal gesehen? Das nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass es rosa ist. Die rosafarbenen trifft man am häufigsten an. Wie können Sie überhaupt eine Farbe haben und unsichtbar sein? Die Zoologen sind sich darüber noch nicht im Klaren. Noch ist es ein Mysterium, könnte man sagen. Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller würde bemerken. Wie soll ich das machen? Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Kann es sein, dass mit dem... Mein, sieht ein... Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen. Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Oh ja, possierliche kleine Nager. Aber dennoch wehrhaft. Sie können dir mit ihren Hauern den Finger abreißen, wenn du nicht vorsichtig bist. Das ist die Kristallkugel aus der Zaubererschule. Meister Markus meint, er hätte sie als Werbegeschenk bekommen. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Hokus pok. Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Herr Wuppermann! Hallo! Er scheint völlig weggetreten zu sein. Ob ich ihm Fragen stellen kann? War das die Antwort auf meine Frage? Können Sie auch sprechen? Also gut. Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein? Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Werde ich verletzt? Werde ich sterben? Ja. Dann sagen Sie mir... Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft ver... Aber gern. Oh. Er ist wieder in Trance. Wenn Herr Wuppermann immer nach ein paar Fragen aufwacht, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich ihn frage. Ich glaube, das kann ich.
Ich kann Ihnen einfach so Fragen stellen und Sie werden mich nicht belügen, oder? Wirklich? Erstaunlich. Zählt das jetzt auch schon als Frage? Echt? Können Sie mir... Aber gern. Oh. Er ist nach 5 Fragen wieder aufgewacht. Also muss ich mit 5 Fragen die 3 richtigen Farben herausbekommen. Ist es rot oder grün? Ist es blau? Ist es rot? Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es rot oder grün? Ist es blau? Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Hokus. Er ist wie... Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es grün oder gelb? Ist es rot? Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es grün? Ist es rot? Kommen wir zur nächsten Runde. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch... Können Sie mir... Aber... Oh. Er ist wieder in Trau... Ist es blau oder gelb? Ist es grün? Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es grün oder gelb? Ist es grün? Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es grün oder gelb? Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts.